Puh. Wo fange ich an? In den 3 Jahren in dieser Ausbildung hat man wahnsinnig viel Zeit, aber auch Raum, sich selbst zu entwickeln. Wie gehst du richtig? Wie sprichst du richtig auf der Bühne? Wie bewegst du dich gut in verschiedenen Rollen? Da darf man auf jeden Fall sein. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und? Ich bin sehr froh, dass ich in dieser Künstlerwelt angekommen bin. Was diese Schule so am besonders macht, ist, dass wirklich jeder hier, also die Mitschüler, die anderen Jahrgänge und vor allem die Lehrer, an dich glauben. Jeder kommt ja mit einer eigenen Geschichte an diese Schule und ich habe das Gefühl, es vereint sich alles. Und ich fühle mich sehr viel mehr verankert in meiner Persönlichkeit und muss sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Und vor allem, und was noch wichtiger ist, ich bin sehr stark über mich hinausgewachsen und das macht diese Schule aus. Ich liebe diese Schule. Und ich habe schnell gemerkt, dass das nicht nur eine Schauspielschule ist, sondern auch eine Lebensschule. Und den Tag damit beginne zu tanzen. Hier geht es nicht um richtig oder falsch. Es fühlt sich einfach wie zu Hause an. Spielen. Ich bin dran. Können. Und wann wird denn der Hermann endlich an einem jeden Tag auf das Grab von seiner lieben Mutti hinaufbrunzen Nun dürfen? Nun merk ich's. Alle drei verbanden sich zu dieser falschen Posse gegen mich. Das ist eine Bedingung. Und das macht mich nervös. Das Glas ist nicht halb voll. Sehr mittelmäßig. Es ist halb leer. Finde ich. Ich lebe noch. Sie war ziemlich fett und so. Einer, die mir nachläuft. Die mich in Anspruch nimmt, die mich haben will. Aber du bist tot. Ich bin Anatol. Von Arthur Schnitzler.